Nachdem wir vergangene Woche bereits der Polizei in Los Santos bei der Verbrechensbekämpfung geholfen haben, sind wir heute mal in Mülheim an der Ruhr bei der Feuerwehr. Lange ist es her, dieses Mal ist es der zweite Teil der Feuerwehrsimulation Notruf 112. Es hat sich einiges geändert, das Spiel ist jetzt schon was älter und hat relativ viel Kritik geerntet. Ich selbst habe es auch schon ein bisschen gespielt, ich bin jetzt auch nicht unfassbar begeistert. Ich kann euch versprechen, interessant wird es auf jeden Fall. Wir warten jetzt auf unseren ersten Einsatz, sind hier heute Einsatzleiter und gucken mal, was so auf uns zukommt. Mit der Taste Tab kann ich übrigens auf alle Fahrzeuge zugreifen und mich einzelnen Positionen zuordnen. Ich kann jetzt auch zum Maschinisten des Löschfahrzeuges, LF24 müsste das sein, zugreifen, oder das hier müsste das TLF sein, genau, Tanklöschfahrzeug. Hier oben ist einmal der Einsatzleitwagen, ELW, und das ist ein Kleineinsatzfahrzeug. Wir haben ja noch eine Drehleiter, einen Rettungswagen, nicht zu vergessen den Notarztwagen, die Polizei, wobei da kann man eigentlich nichts machen, und wir kriegen direkt unseren ersten Einsatz. Achtung! Hilfeleistung, Person hinter verschlossener Tür, Einsatz für KEF 1, RTW 1, Hochstraße. Gerade haben wir noch über das Kleineinsatzfahrzeug geredet, jetzt kommt es direkt zum Einsatz. Ich habe mich jetzt gerade als Maschinist hier eingetragen, oder Maschinistin sind wir, glaube ich, in diesem Fall. Und setzen uns direkt in unser Auto rein, die Tür wird geschlossen, Motor können wir schon mal anmachen. Blaue Lichter mal den Zorn auch und es geht los. Blinken natürlich nicht vergessen und ab zum Einsatz. Die Funksprüche, die ihr übrigens lesen könnt, die habe ich einfach mal ausgestellt, die sind nämlich sehr laut und nervig zu teilen. Wir haben eine Person hinter einer verschlossenen Tür, wenn ich das richtig verstanden habe, oder eingeklemmt oder sowas. Werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal angucken, ich bin sehr gespannt, so einen Einsatz hatte ich hier bisher noch nicht. Also, ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt und ich hatte bis jetzt immer eigentlich nur Brandbekämpfung. Einen Unfall hatte ich auch schon. So, da vorne ist der Einsatzstandort oder hier müssen wir auf jeden Fall hin. Hier steht schon die Polizei. Sehr gut, wir sind da. Das heißt, wir können jetzt auch unser Horn ausmachen. Wenn ich Leertaste drücke, kann ich hier in diese Einsatzorganisationsoption gehen. Wir sitzen erstmal ab. Und da kommt auch schon der RTW. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ortsbegehung. Das heißt, wir gucken uns einmal an, was ist hier eigentlich los? Was geht hier eigentlich ab? Eine ältere Dame wurde schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Ihre Familie macht sich Sorgen, dass etwas passiert sein könnte. Ihre Wohnung befindet sich im ersten Stock. Mein Kollege ist oben und kann euch mehr sagen. Wir gehen mal auf technische Hilfeleistung, Türöffnung. So, jetzt habe ich die Anweisung gegeben. Der Maschinist kümmert sich um, hebe Akkubohrer auf. Okay, das heißt, ich soll mir jetzt hier den Akkubohrer nehmen und über den Akkubohrer die Wohnungstür öffnen. Nicht ganz, wie ich gedacht habe, aber ergibt natürlich Sinn. Und perfekt, die Tür ist offen. Jetzt können wir mal reingehen. Guten Tag, man macht sich Sorgen um Sie. Ganz ruhig, wir sind vor der Feuerwehr. Geht es Ihnen gut? Das ist natürlich erstmal eine wichtige Frage. Ihre Familie schickt uns, Sie konnten sie seit Tagen nicht erreichen. Bitte was? Jemand schickt Sie und möchte mich ergreifen? Okay, die Frau scheint etwas verwirrt. Was soll das alles? Wer sind Sie überhaupt? Alles gut, die Sanitäter werden gleich nach Ihnen sehen. Warten Sie hier, ein Sanitäter wird sich um Sie kümmern. Folgen Sie mich, bringen Sie zum Rettungswagen, warten Sie. Da wird sich jetzt ein Sanitäter um Sie kümmern. Ich hoffe, der kommt jetzt auch. Perfekt. Kommen jetzt auch. Wir können jetzt schon mal zusammenpacken. Und wir rücken auch schon ab. Tür wieder schließen. Wir können unser Blaulicht auch ausmachen. Und wieder zurückfahren. Jetzt müssen wir uns natürlich an alle Verkehrsregeln halten. Denn wir haben ja keine brenzlige Situation mehr, ne? Aber ich würde sagen, wir haben unseren Job wirklich sehr gut gemacht. Wenn die Ampel auch irgendwann mal grün werden würde, wäre das wirklich sehr, sehr nett. Freundlich. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Genauso wie ich mich darüber freuen würde, wenn ihr für weiteren solchen Content mal ein Abo dalassen würdet, ein Like dalassen würdet. Wir sind bald bei 900 Abonnenten. Natürlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr es nicht, wenn jeden Sonntag auf diesem Kanal um 10 Uhr ein neues Video wie dieses hier erscheint. Und wir sind back wieder auf unserem Hof. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen zu weit gefahren, wir müssen doch nochmal raus. Damit haben wir unseren ersten Einsatz erfolgreich abgearbeitet. Ich meine, unser Truppführer wird jetzt hier den Einsatzbericht schreiben. Man muss das tatsächlich machen hier im Spiel, das finde ich auch ganz cool. Aber ich glaube, das macht unser Truppführer und nicht wir, wir sind ja Maschinist. Und dann warten wir jetzt einfach auf das, was noch so kommt. 2000 Jahre später. 9:26 Uhr und der zweite Einsatz kommt rein. Achtung, Brandschutz, Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW 1, LF 24, okay. TLF 1, DLK 1, RTW 1. Das ist mal was Größeres. Wir beziehen unsere Position als Einsatzleiter, beziehungsweise werden wir erstmal den Führungsassistenten machen. Türe schließen, Motor an, Blaulicht nicht vergessen, los geht's. Also, Motor hole ich mal gerade. Ich bin gerade mal eben so ein bisschen hier in Mülheim rumgehört, an der falschen Stelle. Jetzt sind wir aber auch da. Dann würde ich sagen, befehlen wir erstmal für alle das Absitzen. Und wir gucken uns
das alles hier erstmal an. Ich meine mal gerade den Einsatzleiter. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Okay, da sehe ich schon auf jeden Fall Flammen aus dem Haus kommen. Da vorne sehe ich einen Zugang. Die Jungs sollen mir schon mal einen Löschwassereingang machen. Und hier ist ja das brennende Haus. Das bedeutet, hier will ich den Abgang haben, direkt vor der Haustür. Guten Tag. Wir müssen einmal gemeinsam sprechen. Oh Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich hatte angerufen, hier im Haus brennt es. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Ein Rauchmelder wurde ausgelöst, als das Piepen nach ein paar Minuten nicht aufgehört hat. Wurde ich nervös und habe die Feuerwehr gerufen. Ja, das haben wir schon mal richtig gemacht. Jetzt gehen wir mal rein. Das wird die Wohnung sein, in die wir rein müssen. Die Tür ist abgeschlossen, wir können die Wohnung nicht auf. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall erstmal ein Team hinkriegen, was die Wohnungstür aufhaut. Da sehen wir jetzt schon auf der anderen Seite auch. Hier bilden sich auch schon Flammen aus dem Fenster. Okay, wir schicken da mal die Drehleiter hin. Schaden wird es nicht. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen hier, ne? Das läuft hier nicht so flott, wie ich dachte. Okay, die packen aber um. Das wäre schon mal gut. Da sehen wir schon, dass da Fensterscheiben springen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich frage mich halt jetzt, ob da noch Leute drin sind. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Die Frau hat es jetzt auch nicht explizit gesagt. Wäre schön, wenn die gleich mal davor fahren würden und nicht die ganze Zeit hier irgendwas machen. Dann machen wir jetzt erstmal Meldung an die Leitstelle. Ja, okay, das ist natürlich jetzt super smart, weil der Typ geht jetzt da rein. Die Tür ist ja oben zu. Ja, du kommst da nicht rein, Junge. Ah, boah, Halligentool. Sehr gut. Wunderbar. Okay, dann schnell raus hier, weil sonst. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt doch den Rauchvorhang. Dann gehe ich schnell mal zum LF. Dann will ich, dass sie mir da einen Rauchvorhang hinpacken. Brandbekämpfung, Rauchvorhang. Ich habe keinen Bock, dass das ganze Dings dann gleich durchraucht. Dann möchte ich, dass die Drehleiter jetzt einen Löschangriff über die Drehleiter startet, damit wir hier die Fenster abgedeckt haben. Ich will mal gerade schnell checken, ob der Rauchvorhang schon angebracht ist. Ja, perfekt. Okay, dann raucht uns schon mal das Treppenhaus nicht so voll. Die sollen auch mal eine Brandbekämpfung starten. Ich will, dass sie hier einen Abgang machen, damit die Drehleiter da noch hinkommt. Obwohl, wird jetzt gerade, wie ich sehe, relativ unnötig, weil die da drin schon am Löschen sind. Das ist schon mal super, das funktioniert. Gucken wir uns das jetzt mal an, sonst hätte ich gerne eine zweite Seite abgesichert über die Drehleiter. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Jetzt Quintus da drin zwar noch, aber dann können sich die vielleicht doch eher um die Durchlüftung kümmern. Ich gehe mal rein gerade. Oh, hier haben wir aber noch ein Feuer. Hier haben wir auf jeden Fall noch das halbe Schlafzimmer. Ich höre aber auch noch, dass es weiter hier am Brutzeln ist. Aha, auf jeden Fall noch der Esstisch. Hier brennt ja einiges, ey. Okay, hier ist mein Schrank. Hier sieht jetzt soweit erstmal alles safe aus. Jetzt gehen wir nochmal weiter vor. Wir haben die Jungs aber, glaube ich, schon einen guten Job erledigt. Aber hier sieht es auch alles soweit gut in Anführungsstrichen aus. Ich meine, die Wohnung ist total schade. Bis auf das Bad. Das sieht noch relativ fresh aus. Den Rest kannst du aber vergessen. Damit können wir jetzt wieder den Einsatz planen. Das Tanklöschfahrzeug soll jetzt mal mit einem Mann oder zwei Männern da reingehen und mal nach Glutnestern suchen. Brand ist soweit erstmal unter Kontrolle. Fragst halt, ob jetzt noch Glutnester gefunden werden oder nicht. Da warten wir jetzt gerade noch drauf. Und dann können wir tatsächlich auch schon alles zusammenpacken. Jetzt lüften wir gerade das Haus nochmal ein bisschen durch. Ich hätte aber auch mal gerne, dass hier einfach mal geschlossen wird, weil ich habe irgendwie den Eindruck, das ergibt nicht so viel Sinn, dass wir jetzt einfach hier durch den Flur, sag ich mal, die Luft pusten. Aber es zeigt Wirkung, denn der Rauch hat sich verzogen. Wir scheinen soweit fertig zu sein, können jetzt tatsächlich auf Zusammenpacken klicken, warten jetzt, bis hier alles eingeräumt wurde und fahren dann wieder zurück auf die Wache. Wir die Führungsriege, wir fahren jetzt schon mal, die anderen packen noch gerade die letzten Sachen zusammen. Wir haben aber den Einsatz hier erfolgreich jetzt beendet, können jetzt auch unser Blaulicht ausschalten. Wir blinken nochmal hier raus und fahren direkt dem RTW hinterher. Wow, okay, das war unfassbar knapp. Jetzt reihen wir uns hier einfach ein. Da sind wir wieder an der Wache angekommen. Wir fahren jetzt noch gleich zu unserem Tor. Da brauche ich jetzt mal wieder die Rückwärtsansicht. Und wir können die Fahrertüre jetzt auch öffnen. Motor aus nicht vergessen. Aussteigen. Und damit haben wir es für heute geschafft. Wir haben erfolgreich einen Wohnungsbrand gemanagt, sowie eine ältere Dame aus ihrer Wohnung befreit, beziehungsweise einmal nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist. Wir legen unsere Dienstkleidung ab, beziehungsweise unsere Schutzausrüstung. Und dann würde ich sagen, was ist jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr von diesem Content sehen wollt. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss.